Geschichten zu erzählen, ohne Buch in der Hand, also vom Mund zum Ohr und bis ins Herz. Diese Tradition lebt die Geschichtenerzählerin, Wanderführerin und Schreiberin Hertha Glück. Nach 24 Jahren als Hauptschullehrerin wagte sie im Jahr 2002 den Sprung ins kalte Wasser und lebt mittlerweile ihre Leidenschaft. Ja, ich bin lang Lehrerin, 24 Jahre lang. Und die Hauptzeit im Klostertal. Und wenn ich in die Schule gekommen bin und der Rektor gesagt hat, Hertha, heute musst du Mathematik unterrichten, bitte, ich bin Kochlehrerin, Deutschlehrerin, Handarbeit, das kann ich gerne. Dann haben wir gedacht, was tue ich jetzt? Bin in die Klasse gestanden und dann habe ich ihnen erzählt, was ich gerade lese. Ich lese gerne Krimi, immer noch. Habe damals ganz viel Amateurtheater gespielt, habe ihnen Biedermann und die Brandstifter erzählt. Und irgendwann hat einer gesagt, kannst nicht du bei meiner Oma beim Geburtstag erzählen? Oder kannst nicht du bei meinem Kind beim Geburtstag erzählen? Und so sind meine Schüler, die sind 10 bis 14 Jahre alt gewesen, meine ersten Verleger gewesen eigentlich. Die haben mich so weit gebracht, dass irgendwann einmal so viele Anfragen gewesen sind, dass ich mir dachte, ja, und jetzt würde ich hauptberufliche Geschichten erzählen. Den Sommer über werden am Christberg sagenhaft mystische Mondscheinwanderungen angeboten. Diese Mondscheinsagenwanderungen. Also im Sommer, da starten wir schon. Am 24. Juni ist der erste Abend, da ist nämlich Neumond. Da ist man drinnen um 5 Uhr bei der Talstation. Wir fahren auf mit der Gondel und indem man über die schöne Landschaft segelt, erzähle ich schon die erste Geschichte. Warum die da oben ganz viel Silber, Kupfer und Erz gefunden haben. Kommt oben an, dann gehe ich mit ihnen zur alten Säge. Dort gehen wir in den Wald. Eine Nachtvolk-Geschichte. Man bisschen alles darf ich dir jetzt natürlich schon nicht verraten, gell? Aber ich darf dir sagen, dass ganz viele Sagen, Geschichten erzählt wurden vom Bergbau, vom Nachtvolk, vom Wildried, vom Teufelsbach. Und nachher gehen wir rum zum Panorama-Restaurant. Da ist ein großes Feuer. Im Sommer ein kaltes Getränk, wenn es schön heiß ist. Sollte es ein bisschen ein schlechtes Wetter haben, machen wir das auch. Dann gibt es halt einen Tee. Nachher geht man auf zur Kirche, zur Bergknapperkapelle. Vielleicht sogar auf den Dachboden. Dann haben wir den angeschaut, der ist gehörig mystisch und schauerlich. Noch eine Geschichte. Und dann kehren wir ein zum Essen. Bitteschön, ich weiß es selber noch nicht, was es zum Essen gibt, aber man hat mir gesagt, es sei bodenständig. Und dann reisen wir um 10 Uhr am Abend wieder mit der Gondel ab. Am Festspielgelände der Freilichtbühne Silbertal traf sich Hertha Glück unlängst mit Schülern der Volksschule Silbertal. Eine Sage. Die ist uralt. Jede. Die Leute haben Sagen erzählt, sobald sie überhaupt reden haben können. Und zwar sind Sagen erzählt worden vom Mund ins Ohr bis ins Herz. Wie ich das auch jetzt darf. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ich euch eine Sage, eigentlich sind es zwei, von den Hinnen erzählen darf. Im Anschluss an die Sagen brachten die Kinder ihre Gedanken über das Gehörte zu Papier und im Unterricht wurden die Kunstwerke schlussendlich vollendet. Über das Silbertal und den Christberg ranken sich ja unzählige Sagen und Erzählungen. Menschen wie Hertha Glück tragen dazu bei, dass diese nicht in Vergessenheit geraten. Es ist nicht überall so, dass es so viele niedergeschriebene Sagen gibt. Weil hinten im Montafu, da hat es die schöne Begebenheit gegeben, dass der Richard Beitel, der Heimatforscher, da gewohnt hat. Der Fombun ist da hinten Arzt gewesen, ein Doktor. Die Anna Hensler vom Land da, die haben sich kennt, die haben sich für die Heimat interessiert und die haben das gesammelt und die haben das aufgeschrieben. Und Menschen haben das gepflegt, die haben das ihnen erzählt. Und an manchen Orten ist es einfach so, dass die nicht gesehen sind oder die nicht erzählt worden sind. Aber Sagen gibt es überall,
aber nicht überall sind sie gefunden worden.